Herzlich willkommen auf dem Kanal von Kescherreisen. Was Trackables sind, wisst ihr entweder schon oder habt ihr in einem unserer anderen Videos bereits gesehen. Was aber Trackable Promotions sind, darum soll es im heutigen Video einmal gehen. Bleibt also dran. Unter einer Trackable Promotion versteht man, wie der Name vermuten lässt, eine Werbeaktion, die auf Trackables beruht. Das ist eine der wenigen Möglichkeiten für Unternehmen, sich auf der Geocaching-Welt mit ihrem Namen und ihrem Logo präsent zu zeigen. Denn eigentlich ist Geocaching ja ein per se werbefreies Spiel. Das heißt, Geocaches dürfen keinen kommerziellen Zweck verfolgen, dürfen keine Logos, keine Links und so weiter, keine Werbebotschaften darin enthalten sein. Dazu gibt es ein paar Ausnahmen, die da zum Beispiel wie eine Geotour oder auch Adventure Labs oder eben auch Trackable Promotions. Trackable Promotions sind in meinen Augen ziemlich reichweitenstarke Marketingmaßnahmen und die laufen üblicherweise so ab. Ein Unternehmen wie zum Beispiel Tallinn Cruises, da gibt es hier den Trackable zu, ist eine Kreuzfahrtgesellschaft, die produzieren eine ganze Reihe von Trackables, in dem Fall waren es glaube ich 5.000 oder 6.000 und bieten diese Trackables an, dass man sie gratis erhalten kann. Dazu muss man sich allerdings als Geocacher registrieren auf einer Seite dafür, gibt dort seine Kontaktdaten an und übergibt quasi damit dem Unternehmen seine Daten. Und dann wird unter den Einsendungen, meistens sind es viel mehr Einsendungen, als es Trackables gibt, ausgewählt. Und die Geocacher, die das Glück haben, im Lostopf zu sein und ausgewählt worden zu sein, die bekommen dann so ein Trackable zugeschickt oder auf dem Event ausgehändigt. Oder es gab auch schon Fälle, wo diese Trackables dann in einer Filiale von einem Geschäft abgeholt werden mussten. Und dann haben diese Trackables im Rahmen einer Trackable Promotion immer noch eine Mission. Zum Beispiel sollen die um die Welt reisen, viele Kilometer absolvieren und wer immer sie findet, soll ein Foto damit machen und das Foto mit einem Hashtag versehen, in dem Fall war es, glaube ich, da steht jetzt gar nicht hier drauf, sollte man auf jeden Fall hochladen und dann ist oft noch ein Fotocontest damit verbunden. Und wer Gewinner dieses Fotocontests ist, der konnte dann in dem Fall, glaube ich, eine Kreuzfahrt gewinnen. Bei anderen Herstellern, bei anderen Firmen sind es unterschiedliche Preise, das ist ganz klar. Das ist also eine schöne Möglichkeit für die Unternehmen, zum einen an Daten zu kommen, zum anderen um Social Media Content zu generieren, denn die Nutzer generieren Fotos und Videos, laden es hoch mit einem Hashtag, verlinken die Firma, also die kriegt dadurch sehr viel Social Media Präsenz und die Markenbildung, die Markenwirkung, die bleibt ja erhalten, denn so ein Trackable kriegt man ja nicht mehr aus der Welt. Wenn da 6.000 Trackables von einer Marke mit dem Logo, mit dem Icon und so weiter durch die verschiedenen Geocaches wandern, dann kommen da unfassbar viele Kundenkontakte zustande. Jeder Geocacher, der das findet in einem Geocache, wird es vermutlich mitnehmen, discovern, so sehen wieder andere Geocacher in seinem Account, der hat das gefunden, das Firmenlogo erscheint dort, wenn es in dem Stil des Trackables gehalten ist. Und so werden wiederum andere sehr darauf aufmerksam. Also es ist so ein virales Marketing, was man gar nicht mehr rausbekommt aus der Welt. Wenn man sich mal alte Trackable Promotions anschaut, die nicht mehr aktiv sind, aber wo die Trackables immer noch unterwegs sind, das wird alles kumuliert auf den entsprechenden Landingpages dargestellt, wie viele Kilometer die einzelnen Trackables absolviert haben und da kommen echt erstaunliche Summen zusammen. Millionen an Kilometern, die diese Trackable Promotions absolvieren und natürlich dadurch auch Millionen an potenziellen Kundenkontakten. Außerdem haben die Firmen die Möglichkeit, eine eigene Landingpage auf geocaching.com zu gestalten und sich dort mit Logo, mit Link, mit Claim und so weiter zu präsentieren. Also wirklich eine sehr umfangreiche Möglichkeit, auf der reichweitenstarken Plattform geocaching.com mit der eigenen Marke präsent zu sein. Ja, mich würden eure Meinung dazu interessieren. Viele Geocacher finden das toll, das sieht man immer an den Zugriffszahlen, an den Einreichungen für diese kostenfreien Trackables. Das funktioniert also, dieses System. Aber was sagt ihr persönlich dazu? Findet ihr das in Ordnung? Findet ihr das eine zu akzeptierende Markenpräsenz auf der eigentlich werbefreien Plattform geocaching.com? Wünscht ihr euch mehr davon? Es gab bisher wenige Trackable Promotions im deutschsprachigen Raum. Soll es mehr geben? Was war eure Lieblingspromotion?
Ja, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich freue mich da auf den regen Austausch mit euch. Das war's für heute. Bis bald.